Okay, doch eine hohe Niederlage mit 40 Toren hier in Krems. Wie ist jetzt dein Resümee aus deiner Sicht jetzt so knapp nach dem Spiel? Ja, hoch. Also es war minus 5 schlussendlich, aber trotzdem, wenn man in Krems punkten will, geht das nicht mit 40 Toren. Wir haben eigentlich eine ziemlich gute erste Halbzeit gespielt und in der zweiten Halbzeit haben wir sehr viele leichte Kontertore ohne Kontakt bekommen und wir müssen uns sowohl in der Deckung steigern und auch von den Torhütern muss viel mehr kommen, sonst haben wir es gegen jede Mannschaft schwer. Ja, wie du gesagt hast, ihr habt die ersten Minuten eigentlich klar geführt und auch toll in Führung gegangen. Was war aus deiner Sicht so der Knackpunkt, warum es dann doch die Krems herumreißen können? Was war da bei euch los zu der Zeit, mit der ersten Halbzeit? Ja, wir haben viele Lattenwürfe gehabt, dann haben wir den Torhüter auch stark geworfen. Und wie gesagt, bei uns gehen die Bälle nicht rein und sie machen dann die leichten Kontertore und das tut halt weh und ein bisschen auch im Kopf ist das schwierig. Aber davon, wir spielen alle in der HLA und das geht nicht. Das ist einfach viel zu einfach für Krems. 40 Tore, wie gesagt, kann man in Krems, 35 Tore schießen kann man, aber 40 Tore von Krems ist ziemlich sehr blöd. Ja. Danke. Danke, ciao.